Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier im Jump Dome Linz. Neues Video mit der Marlene und mir. Wir haben heute vier coole Challenges für euch vorbereitet, aber wir machen das nicht zu zweit. Sondern? Wir haben heute einen dritten Gast da, Special Guest. Hello there! So, magst du dich kurz vorstellen für unsere Zuschauer? Also, ich bin der Michael, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Wartburg an der Krems und ich bin das neueste Mitglied in der Jump Dome Crew. Ja, richtig cool. Das heißt, wir haben jetzt neue Unterstützung für unser Social Media Team und so auch natürlich im Jump Dome. Let's go! Let's go! Let's go. Also Max, was machen wir jetzt eigentlich heute in dem Video? Genau, wir testen einmal heute, was der Michael so drauf hat. Wir machen halt vier Challenges für euch und schauen mal, was der da so kann. Let's go! Nicht so, wir sind jetzt da bei unserer ersten Challenge angelangt. Wir sind bei der Free Jump Area. So, Marlene? Was macht denn der da hinten da? Na, also, aber da! Er kennt die Regeln nicht. Das gibt's ja nicht. Ich hab's ersten Mal. Was ist das? Run. So, während der Michael da jetzt seine Liegestütz macht, erkläre ich jetzt die erste Challenge. Wir müssen einen Parcours durchlaufen und wer den Parcours am schnellsten absolviert, der hat die erste Challenge gewonnen. Let's go! Du kommst schon weiter da. So, die Marlene erklärt uns jetzt nochmal genau, wie diese Challenge funktioniert. Wir müssen jedes Trampolin einmal berühren. Das heißt, wir starten da, springen da alle Trampoline durch, bis da hinten zum schwarzen Block. Wer auf dem schwarzen Block oben ist, da stoppt die Zeit. Dann schauen wir, wer am schnellsten war. Let's go! So, wir machen jetzt Schere, Stein, Papier, wer jetzt anfängt. Schere, Stein, Papier. Das heißt, oh no. Sie fangen Marlene fängt an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wow, Marlene ist schnell unterwegs. Marlene, es war schon sehr, sehr schnell. Es ist richtig anstrengend. Also. Auf die Plätze, fertig, start! Da habe ich ja noch eine ganz andere Technik am Start. Der runnt da durch fast. Boah, diese Moves! Let's go! Und finish! Ja, da war schon sehr schnell unterwegs da daher. So, jetzt kommt unser All-Star Amazing Max. Let's go. Schauen wir mal, ob der uns toppen kann. Auf die Plätze, fertig, los! Okay. Ja, der ist schon richtig schnell unterwegs. Go. Und über den Donut. Yes. Mit Flip. Das kann nur der Max. Spaß kann warten. Und. Yes. Super. Richtig stark. Schauen wir, wer am schnellsten war jetzt. So, wir haben das Ganze jetzt ausgewertet. Richtig knappe Geschichte. Ich habe 28 Sekunden gebraucht. Der Max mit einer Sekunde schneller. 27 Sekunden. Und Gewinner mit 26. Stark. Erste Challenge geht an Michael. Ja. So, wir sind bei unserer nächsten Challenge angelangt. Bei unserem Balken und unserer Schaumstoffgrube. Wir kämpfen jetzt jeder gegen jeden. Und schauen mal, wer da der Sieger ist. 3, 2, 1, fight! Was? Die haben doch gesagt. Easy win für Max. Als nächstes probier's ich gegen Max. Let's go. 3, 2, 1, fight!
Winter! So, das war jetzt auch ein richtig harter Kampf. Ich habe mich so anstrengen müssen. Jetzt kämpfen die Marlene und der Michael nochmal gegeneinander. Der Sieger. Und mich. Und fight! Marlene bockt ihre Kampfschreie aus. Das ist ein harter Wow! Das war jetzt ein sehr harter Kampf. Finaler Kampf. Michi gegen Max. Let's go! Wow, wow, wow! Hiya! Wow! Fuck! Fuck! Oh! Wow! Das war knapp, was ich sagen. So, die Balken-Challenge ist zu Ende. Wir hätten es geschafft. Sieg! Punkt für Max, ein Punkt für Michi bei der Free Jump Challenge. Tja, ich bin dabei noch. Punktlos. Vielleicht kann ich mal ihn ja bei der nächsten Challenge was rausholen. Ja. Michael kommt echt oft in die Halle springen. Und die Frage ist jetzt, was machst du eigentlich da, wenn du da bist? Was machst du am liebsten? Naja, also einerseits ist zwar die Halle immer riesig, aber es gibt nur einen einzigen Platz, wo man herzieht gehört, und zwar zum Wallrun und zu dem Trampolin namens Betsy. Yes! Woo! So, dann schauen wir mal, ob die Marlene das auch kann. Do it! Das ist aber ein süßer kleiner Wallrun. Nice! Challenge. Ich glaube, das gibt einen Punkt für jeden. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Wallrun haben wir alle ziemlich gut drauf. Also, Punkt für jeden. So, wir haben das gesehen, dass der Michael schon sehr, sehr gut am Wallrun ist. Yes. Genau. Ja, er macht eigentlich immer nur Wallrun. Aber jetzt schauen wir mal zum Bounce-Parcours da hinten und schauen mal, wie gut er am Bounce-Parcours ist. Und ob er schafft, jedes Trampolin nur mit einer Berührung zu springen. Let's go! Wir rennen am Innen noch. So, das heißt beim Bounce-Parcours. Schauen wir mal, ob der Michael das kann. Ja, ready? Let's go. Ready, let's go. Damn! Okay, das hat schon sehr easy ausgeschaut. Voraussetzungen sind gut. Da wird die Flipping-Karriere schon gestartet. Oh yes! Genau, wer unser Game of Flip damals gesehen hat, da war das ja eine Challenge, dass man den ganzen Kurs durchflippen sollte. Und ich habe es leider nicht geschafft. Deswegen probier es jetzt nochmal. Ah. Ich mach kurz Pause. So, Marlene hat genug Pause gemacht, jetzt geht's weiter. Yes! Naruto! So, Max ist auch noch an der Reihe. Genau. Schau, wir sind nochmal durch mit Bounce-Parcours durch. So, liebe Freunde, das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ganz wichtig, folgt uns auf Instagram, TikTok, Facebook, natürlich auf YouTube. Lasst uns ein Like da, kommentiert was, teilt das Video. Ganz genau. Schreibt es in die Kommentare. Ideen für die nächsten Videos brauchen wir auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann, euer Zimbelzobbelmann. Was?